Kirchberg in Tirol ist ja sehr, sehr stolz auf seine Lissi Ossl. Die hat ja 2009 den Mountainbike-Gesamtweltcup gewonnen. Jetzt ist sie Patin des Lissi Ossl Trails am Kirchberger Geisberg. Länger als 2 Kilometer führt er über 55 Kehren und 413 Höhenmeter bergab. Und weil Bilder viel aussagekräftiger sind, haben wir unsere Reporter dorthin geschickt, um mal diesen Trail genauer unter die Lupe zu nehmen. I wanna be a saint, but I end up a pain. I wanna be a love. Die Kitzbüheler Alpen haben sich seit Jahren als Mountainbike-Revier einen Namen gemacht. Bekannt ist der Kitzalpbike, in dessen Rahmen 2013 die Marathon-WM ausgetragen wird. Bekannt ist die Bike-Akademie in Kirchberg und bekannt ist Lissi Ossl. Sie hat 2009 den Mountainbike-Gesamtweltcup gewonnen und Kirchberg ist mächtig stolz auf ihre Lissi Ossl. Ihr zu Ehren wurde am Geisberg unter der Regie von Kurt Exenberger der Lissi Ossl Trail gebaut. In knapp 3-wöchiger Bauzeit haben wir mit 11 Mitarbeitern und 3 Packern den Single Trail auf den Kirchberger Geisberg gebaut. Als Zielgruppe für den Trail sehe ich Tourenfahrer mit guten Fahrtechnikkenntnissen, Freerider und auch erfahrene Downhiller. Exenberger ist Leiter der Bike Akademie. Seit Herbst wurde geschaufelt und jetzt ist der mehr als 2,25 Kilometer lange Trail fertig. 413 Höhenmeter geht es von der Bergstation des Geisberglifts aus nach unten. 55 Kehren reihen sich aneinander. Ja, ein Lob an Streckenbauer, an Kurt, der hat sich da wirklich einiges einfallen lassen. Und ich bin mir sicher, da kommt jeder Biker auf seine Rechnung. Weil allein mit der Geschwindigkeit kann man da einen Schwierigkeitsgrad extrem beeinflussen. Der Trail soll einer großen Zielgruppe Fahrspaß bieten. Das Frühjahr kommt und mit ihm die erste Gelegenheit, den Trail einmal selbst unter die Räder zu nehmen. Geöffnet ist der Trail ab dem 21. Mai. Consciousness now, but not the same.